Sag jetzt nicht, ich kann bis zu meiner Base rüberschwimmen dann. Oh scheiße, ich habe ja keinen Sauerstoff mehr. Mach weg, mach weg. Moin, und herzlich willkommen zurück zu Subnautica auf der PlayStation 4 Pro. In den letzten 3 Folgen haben wir es geschafft. Wir haben die Neptun-Rettungsrakete gebaut und wir sind jetzt hier da drin. Die Systeme sind noch nicht betriebsbereit gerade. Wir sind ja gerade noch dabei, die Rakete quasi hochzufahren. Und ich sehe gerade, ich muss hier mal wieder die Markierung ausmachen für die Rettungskapsel. Sonst ist die nämlich die ganze Zeit da im Bild, obwohl gar keine Rettungskapselmarkierung an ist. Genau, wir haben hier noch Zeitkapseln vorzubereiten. Die Lebenserwartung muss hochgefahren werden. Oh, Lebenserhaltung, verzeih, ja, die Lebenserhaltung. Wir müssen die Lebenserwartung hochfahren. Genau, wir brauchen mehr Lebenserwartung. Das ist genau das Problem. So, da schaue ich doch mal. Den Bordcomputer hatten wir schon aktiviert. Jetzt müssen wir mal schauen. Hilfsenergieeinheit müssen wir aktivieren. Das müssen wir unten machen. Und was ich auch gerne mal ausprobieren möchte, ist, ob ich in der Rakete was bauen kann. Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Oder ob das einfach nicht möglich ist. So, Hydraulik. Hilfsenergieeinheit. Sauber. Hilfsenergieeinheit, klar. Kommunikation. Habe ich denn Materialien, um was zu bauen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich möchte gerne mal ausprobieren, ob ich hier drin zum Beispiel einen Beetkasten bauen kann oder so. Okay, wir brauchen mal Titan. Ich will das mal ausprobieren. Das ist eine von den Sachen, die ich tatsächlich noch nie ausprobiert habe. Ich meine, wir haben hier einen Vorratslager und sowas. Wir können also Sachen mitnehmen durchaus. Das ist auch so ein Ding. Ich würde gerne mal probieren, Diamanten mitzunehmen und mal zu schauen, ob dann am Ende diese Nachricht kommt von wegen, sie haben hier Schulden und so. Das ist ja auch so ein Ding. So, da können wir jetzt die Zeitkapsel vorbereiten. Das machen wir mal noch nicht. Lebenserhaltung, das ist hier. Die können wir mal schon aktivieren. Life Support Systems online. Damit die Au. Was war denn das jetzt? Ich bin durchgefallen. Ich wollte gerade sagen, damit die Lebenserwartung steigt. Und in dem Moment falle ich einfach durch den Boden durch. Hallo? Okay, der Wahnsinn. So, all systems go. Jetzt fehlt nur noch die Zeitkapsel. Für die Zeitkapsel habe ich mir ja schon was überlegt, was ich da machen möchte. Jetzt gehen wir aber erstmal nach unten. Und jetzt steigen wir nochmal aus der Rakete. Ich will nochmal was holen jetzt, wie gesagt. Ich will jetzt mal probieren, ob ich in der Rakete was bauen kann. So, dann fahren wir mal runter. Mit unserem Aufzug hier. Es ist gerade dunkel, es ist gerade Nacht. Ich kann auch mal die Fahrzeugstation wieder mit nach unten nehmen. Die gammelt hier gerade die ganze Zeit so rum. Das muss ja nicht sein hier, ne? So, ganz wichtig, bevor ich jetzt in den Weltraum starte oder starten sollte, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt anlegen. Nicht klettern, nee, du sollst sie einpacken, genau. Da werde ich auf jeden Fall nochmal einen Speicherpunkt anlegen, damit ich das auch dann laden kann. Den Spielstand, dass wir den auch nochmal weiter benutzen können. Denn es gab ja noch den Plan, dass wir zum Beispiel nochmal eine Base bauen. Da hinten beim Black Smoker, da wo ich eigentlich den Knuddelfisch noch finden wollte. Ach ja, der Knuddelfisch. Den brauche ich ja noch für mein Vorhaben. Mensch. Den brauche ich doch noch. Den müssen wir jetzt mal suchen. Ich muss jetzt mal schnell essen und trinken. Und dann müssen wir mal den Knuddelfisch suchen. Vielleicht vorher noch hier die Dings reinpacken. Okay, hier passt sie nicht rein. Hier passt sie aber rein. Sehr gut. So, jetzt mal schnell nochmal hier essen. Ähä. Ähä. Aha. Ähä. Ähä. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Essen, 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 Essen. Meine Lieblingsbeschäftigung. So. Dann gucken wir jetzt mal. Halt, Moment. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Titan mit erstmal. So. Hier ist natürlich wieder nichts drin. Ah, haben wir gar keinen Titan mehr? Das gibt's doch gar nicht. Doch, hier ist noch was. Gib mir mal alles. So. Ich will das mal wissen. Ich will mal wissen, ob man in der Rakete bauen kann. Habe ich, wie gesagt, noch nie probiert. Und habt ihr das gesehen? Der Krebsanzug war gerade
komplett schwarz und plöpste dann ganz plötzlich nach oben. Ich gehe mal wieder woanders hin. Nee, ich wollte eigentlich gerade in den Scannerraum gehen. Und mir nochmal hier mit der Kamera nochmal einen Überblick verschaffen. Das sieht auch merkwürdig aus. Irgendwie ist da gerade nicht viel geladen. So, wir nehmen mal nicht diese Kamera, sondern die gegenüber. Und fahren damit mal rüber. Ich höre irgendwie den Reaper gar nicht mehr. Fällt euch das auf? Der ist irgendwie nicht mehr zu hören. Sehr merkwürdig. Jetzt höre ich ihn wieder. Ich will den Knuddelfisch jetzt mal markieren, indem ich mit der Kamera, wenn ich ihn gefunden habe, direkt neben ihm stehen bleibe, neben dem Ei. Wir haben den ja schon mal gefunden, ne? Das ist ja... Er ist da, irgendwo. Nur die Frage ist, wo da? Hier war es doch, ne? War das hier? Ja. So, jetzt wird natürlich die Kamera wieder so ein bisschen spratzelig, also so ein bisschen undeutlich. Ich meine, das war doch ganz genau... Ja, da ist er doch! Oder? Ja, das ist er doch. Warum finde ich den mit dieser blöden Kamera immer sofort? Und mit, wenn ich da hinfahre, finde ich ihn nicht. What the hell? Okay, jetzt ist ja die Kamera da an der Stelle, ne? Jetzt ist der quasi markiert, so. Und jetzt nehmen wir die Seemotte und fahren da einfach zur Kamera hin. Und dann bin ich mal gespannt, meine lieben Freunde. Da bin ich mal megamäßig gespannt, ob ich in der Lage sein werde, diesen knuddelnden Fisch zu finden. Vielleicht sollte ich vorher nochmal die Seemotte rappen. Ich sollte sie vorher nochmal reparieren. Die ist nämlich ein bisschen angeknackst. So, gehen wir mal rein. Vielleicht ohne Licht, genau. Ohne Licht fahren. Müsste die Kamera mir jetzt nicht eigentlich angezeigt werden? Oder habe ich die Markierung ausgemacht? Wartet mal. Mal gucken. Habe ich die Markierung deaktiviert? Ja, habe ich. Okay, warte. Wir machen das mal an, beides. Da ist sie. Wir lassen hier jetzt nichts mehr anbrennen, meine lieben Freunde, was das angeht. Ich werde jetzt hier nicht mehr ziellos umherirren, bis ich diesen Knuddelfisch gefunden habe. Nein. Nein, nein, das machen wir nicht. Wir fahren straight zu der Position mit der Kamera hin. Ich wette mit euch, ich sehe ihn jetzt wieder nicht. Ja, da ist er doch. Wie zur Hölle bin ich denn beim letzten Mal da ständig rumgeeiert und habe das nicht gefunden? Wie habe ich denn das nicht hingekriegt, frage ich euch. Hier ist er. Der kleine Knuddler. Da ist er. Da. Da. Da bist du. Komm her. So, du kommst in die Zeitkapsel. Das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Dass ich genau das vorhabe. So, die Kamera kann da erstmal bleiben. Das ist okay. Die kann ich gleich wieder zurückholen. Das habt ihr euch bestimmt schon so gedacht, dass ich den kleinen Knuddler da reinpacke. Ich glaube schon, dass das geht. Also ich hoffe, dass es geht. Dass man den da reinpacken kann. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ist der Reaper hinter mir her? Nö. Alles gut. Alles cool. Der Reaper ist irgendwie wieder weiter weg jetzt, ne? So. Er ist irgendwie nicht mehr direkt nebenan. Man hört ihn auch nicht mehr so laut. Alles merkwürdig mit diesen Reapern. So, schön docken. Und jetzt probiere ich mal noch in der Rakete mal was zu bauen. Das interessiert mich mal, ob das geht. Also ich will wirklich erstmal nur so einen Beetkasten da mal irgendwie hinsetzen. Einfach nur mal, um zu checken, ist das möglich oder nicht. Wir probieren es mal unten auf der Plattform. Ich meine, sobald die Preview davon grün wird, wissen wir ja, dass es geht. Dann müssen wir es ja nicht mal bauen an sich. Es wäre halt schon witzig, wenn ich so Pflanzen mitnehmen könnte, ne? Also, gewachsene Pflanzen, nicht nur die Samen, sondern halt richtig gewachsene Pflanzen. Können ja mal hier so ein Ding probieren. Okay, das geht schon mal nicht. Geht ein Außenbeetkasten? Wir haben ja hier mehrere Möglichkeiten. Außenbeetkasten. Nee, der geht auch nicht. Okay. Also hier unten zumindest nicht. Wie ist denn das oben? Wenn wir jetzt hochfahren zur Rakete. Ich habe das noch nie probiert. Ja, ich muss das mal ausprobieren. Ich muss mal auch diesen Durchlauf ein bisschen nutzen, um Sachen auszuprobieren, die ich vorher... so noch nicht probiert habe.
Das müssen wir jetzt mal echt tun. Sesam, öffne dich. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wenn ich jetzt hier die erstmal das Ding nehme, Konstruktionspenübel und sage, mach mal hier so einen kleinen... Okay, das geht nicht. Ja, guck mal, das geht auch hier so durch und so. Ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Tatsächlich. Kletter nochmal hoch. Ich probiere es nochmal ganz oben, aber ich fürchte, das ist nicht vorgesehen, irgendwas in der Rakete zu bauen. Das wäre halt schon abgefahren, sich so eine Rakete so als Base aufzubauen. Aber irgendeinen Haken muss es ja geben, ne? Nee, es geht nicht. Guck mal. Okay. Egal. Was haben wir denn, was wir noch entbehren können für die Zeitkapsel? Wir haben jetzt den Knuddler dabei. Den Knuddelfisch. Dann, was können wir denn da noch reinpacken? Ich würde jetzt fast vorschlagen, wir machen jetzt mal Folgendes, ja? Wir machen jetzt mal Folgendes. Ihr macht mir jetzt mal Vorschläge, was ich abgesehen vom Knuddelfisch noch in die Zeitkapsel reinpacken soll. Ich kann ja, das muss ich nochmal kurz zeigen, wie viel da reinpasst. Ich glaube, 6 kleinere Items kann ich ja mitnehmen. Also entweder Werkzeug oder halt ein Item, was 6 Slots belegt, ne? Ist klar. Also man könnte, glaube ich, sogar die mobile Fahrzeugstation tatsächlich reinpacken, aber die würde dann alle Slots belegen. Ich gucke mir das ganz kurz mal an, wie das aussieht. Ich habe das selber gar nicht mehr so genau im Kopf. Genau. 6 Slots kann man belegen, dann kann man noch ein Bild reinpacken und eine Nachricht zuschreiben. Ihr könnt mir jetzt sagen, mit welchen Items, abgesehen vom Knuddler, ja, weil der Knuddler, der kommt da natürlich schon mal rein, so. Abgesehen vom Knuddler, was soll ich da noch reinpacken? Hey, Moment mal, mir fällt gerade mal auf, so ist es theoretisch möglich, mehr als die vorgegebene Anzahl an Knuddelfischen in einem Spielstand zu haben. Wenn man jetzt annimmt, also man hat ja normalerweise immer nur die Menge an Knuddelfischen zur Verfügung in einem Spielstand, der einem der Spielstand vorgibt, nämlich die Stellen, wo man halt die Eier finden kann. Das sind ja festgelegte Stellen in der Welt, wo man die finden kann. Wenn man jetzt aber in einer Zeitkapsel 2 weitere bekommt, dann könnte man die maximale Anzahl, die in der Welt verfügbar ist, ja überschreiten und könnte sich viel mehr Knuddelfische züchten. Das heißt... Ist jetzt halt die Frage, vielleicht werden solche Zeitkapseln auch direkt rausgefiltert, weil die Entwickler, die machen ja, also das geht ja über so ein Voting-System irgendwie. Es wird ja nicht alles durchgewunken, was in den Zeitkapseln so drin ist. Vielleicht wird sowas rausgenommen. Weiß man jetzt nicht. Also es wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, ob so ein Knuddelfisch auch in der Zeitkapsel drin ist. Wenn ihr schon mal einen Knuddelfisch in euren Zeitkapseln gefunden habt, die ihr so aufgemacht habt, könnt ihr mal Bescheid sagen. Ja, ich schreibt mal einfach so, was bei euch bisher so in Zeitkapseln drin waren, ob da Knuddelfische drin waren. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, was ich reinpacken soll noch. Also ich habe da schon ein paar Ideen natürlich, aber ihr könnt es ja trotzdem mal mitteilen, was ihr so reinpacken wollen würdet, was ihr da so drin gerne sehen würdet. Und ob ich von irgendwas Bestimmtem ein Foto machen soll. Und jetzt will ich mal was anderes ausprobieren noch. Jetzt will ich mal nach ewigen Zeiten endlich mal dieses Wärmekraftwerk da an diesem Black Smoker bauen und mal eine Leitung hier rüber zur Base legen. Das interessiert mich jetzt mal. Ich muss das mal ausprobieren. Aber bevor wir das machen... Muss ich erstmal schauen, was brauche ich eigentlich für so eine Leitung? Hier ist die Energietransmitter. Gold und Titan. Und für ein Wärmekraftwerk brauche ich Aerogel und Magnetit. Okay. Können wir ja alles herstellen. Ist ja alles kein Problem. Dann haben wir nämlich auch kein Energieproblem mehr hier unten. Ich meine, gut, so kurz vorm Abflug ist es vielleicht ein bisschen spät, jetzt daran zu denken. Aber, ja, kann ja nicht schaden, ne? Ich meine, nach uns kommt ja noch eine Mission auf diesen Planeten. Und zwar die Below Zero Mission. Das ist ja eine eigene Mission, die zeitlich, Below Zero spielt ja zeitlich nach diesen Ereignissen hier. Das heißt, ja, wir sind ja nicht die Letzten, die hier aufschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, also wir brauchen Aerogel. Da brauchen wir Rubine. Haben wir noch Rubine? Ja, wir haben noch Rubine. Na gut, wir brauchen ja nur einmal Aerogel, da brauchen wir auch nur einen Rubin. So, weg damit. Haben wir hier noch zufällig... Ne, haben wir nicht. Okay, ich muss mal kurz raus an den Beetkasten und mal
einen Gelsack ernten. Die Gelsäcke sind hier drüben. Da. Da drin sind sie. Nimm ihn. So, einen brauchen wir nur. Das reicht schon. Und dann machen wir daraus mal Aerogel. Dann brauchen wir noch Magnetit. Und dann können wir schon loslegen. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Leitungen oder wie lang muss die Leitung sein, hierher zur Base, um die Base mit diesem Black Smoker zu verbinden. Das weiß ich jetzt nicht. Da habe ich kein Gefühl für. Das habe ich nämlich noch nie so gemacht. So, Aerogel haben wir jetzt. Dann brauchen wir Magnetit. Jetzt nochmal gucken, was fehlte noch. Fünfmal Titan. Okay, wir brauchen natürlich Titan noch. Und Gold. Gold wird gebraucht. Wieder einmal. Gold haben wir ja nicht mehr. Ja, da müssen wir erstmal Gold sammeln wieder. Ich muss eigentlich mal so eine richtig große Goldquelle auftun irgendwie. Und das geht ja am besten mit dem Krebsanzug. Wir scouten mal. Wir schauen mal so ein bisschen in der Gegend rum, ob wir vielleicht irgendwo eine Goldquelle finden. Ansonsten sammeln wir halt wieder die kleinen Bröckchen. Kleinen Sandsteinbröckchen und so. So. Wir fahren gleich mal direkt darüber, wo wir eh schon bauen wollen. Dann können wir halt schon mal das Wärmekraftwerk platzieren. Hier haben wir zum Beispiel einen Sandsteinknubbel. Den können wir öffnen. Na, ist natürlich Blei drin. Meine Güte, ja. Regt euch doch ab. Ah, ah. Furchtbarlich. Ah. Moment. Da ist ein Sandsteinknüppel, den machen wir mal auf. Plonk. Ach, immer nur Blei. Immer mit eurem Blei, was soll das? Ich brauche kein Blei. Blei ist a lie. Ha. Silber ist gar nicht schlecht. Oh, ich höre es hinter mir wieder knurren. Unangenehm. Wo ist er denn eigentlich? Sieht man ihn von hier? Den Reaper? Nö. Man sieht ihn nicht. Das ist alles nur halb so wild. Ich wurde ja auch gefragt jetzt in den Kommentaren, ob das wirklich so ist, dass die hier, wie heißen sie? Sea Emperor Jungtiere, dass die irgendwann erwachsen werden. Ja, das ist wirklich so. Und das ist übrigens auch ein Indiz, woran man erkennen kann, dass Below Zero zeitlich nach den Ereignissen in Subnautica spielt, weil man dort nämlich auch einen erwachsenen Sea Emperor rumschwimmen sieht. Und das kann ja nur eins der Jungtiere sein. Also rein von der Logik der Handlung hier kann das halt nur eines der Jungtiere sein, das halt so weit gekommen ist bis in den arktischen Polkappenbereich und sich dann so da halt eingerichtet hat in dieser Gegend, ne? Alter. Wie er einfach auf mich zustürmt. Wo ist der Reaper? Wo ist er? Alter. Das ist ja voll der Krieg hier, ey. Meine Fresse. Machen sich alle gegenseitig fertig. So, jetzt wird's interessant. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, diesen schwarzen Raucher. Wenn ich jetzt aussteige, kann ich schon mal da oben drauf ein Wärmekraftwerk errichten. Ich hoffe, es geht oben drauf. Ja, geht's auch. So, dann machen wir das mal. Und dann bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir da, von da aus, eine Leitung legen. 69 Grad nur. Das ist aber keine so optimale Betriebstemperatur. Das wird aber schon gehen. Genau, jetzt haben wir hier die Leitung. Gucken wir mal, wie weit reicht die denn. Okay, das ist gar nicht so weit, lol. Dann müssten wir mal schauen, können wir überhaupt so weit nach unten gehen mit der Leitung? Kann ich die überhaupt hier so an den Rand bauen? Das geht doch gar nicht. Zu kurz. Scheiße. Scheiße! Die ist zu kurz. Ja gut, warte mal. Dann müssen wir das anders machen. Dann muss ich den nochmal dekonstruieren. Dann müssen wir einen anderen schwarzen Raucher nehmen, der näher am Boden ist. Dann können wir nicht den ganz oben nehmen. Weil ich ja sonst gar keinen
keine Connection legen kann hier. Alter, die purzen hier schon wieder rum. Das ist unglaublich. Haben alle Blähungen hier unten in diesem Loch. Das Blähungsloch. Als ich Magen-Darm-Grippe hatte, da war das auch mein Spitzname. Blähungsloch. So, auch das wollten alle wissen da draußen. Es ist mir egal, ich sag's euch trotzdem. So. Hier, Moment, jetzt ein bisschen runter. Genau, das ist die maximale Entfernung. Und ich habe natürlich wieder die falsche Taste gedrückt. So, jetzt. Aha, da ist der Laserstrahl aktiv. So wollen wir das. Und der hier ist auch noch ein bisschen warmer. Warmer vor allem. Der Black Smoker ist ein bisschen wärmer noch. Der ist auf 70 Grad. Immerhin. So, jetzt wird's interessant. Da drüben ist die Base. Wie viele können wir denn jetzt bauen? Wie viel Gold habe ich gefunden? Drei? Ich glaube, drei Einheiten habe ich gefunden. Ach du Scheiße, da brauche ich ja ewig viel, ewig weite Connections hier. Das ist ja wie in der Arbeitswelt in der modernen. Ohne Connections läuft gar nichts. Scheiße! Ist das überhaupt verbunden? Dieser Laserstrahl geht da so durch die Erde durch. Ich baue es mal sicherheitshalber hier hin, weil ich jetzt nicht weiß, ob es verbunden ist sonst. Naja, okay. Na, das sieht doch gut aus. Alter, mach Sachen hier. Geht da noch was? Ja. Ach, man kann auch so ein Dreieck legen. Das sieht irgendwie cool aus. So, jetzt müssen wir einfach nur so weit nach oben kommen, dass wir hier aus dem Krater raus sind. Genau. Jetzt gucken wir mal, wann verschwindet die Markierung? Die Markierung verschwindet hier so, ne? Oder? Nee, die ist immer noch da. Warum kann ich denn hier jetzt so weit weggehen mit dem Ding, ohne dass die Markierung abreißt? Sehr interessant. Sehr faszinierend. Sag jetzt nicht, ich kann bis zu meiner Base rüberschwimmen. Oh scheiße, ich habe ja keinen Sauerstoff mehr. Mach weg, mach weg! 30 Sekunden nur noch, wo ist die Seemotte? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe ja nur noch 30 Sekunden. Ja, danke für den Hinweis, habe ich auch gerade gesehen. Schnell rein! Rein! Das habe ich jetzt voll nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Voll vergessen. Alter. Okay, aufpassen beim Bauen. Beim Energielinienbauen hier. Wegen Ersaufen und so. Ersaufen wollen wir doch gar nicht. Guck mal, das ist auch echt merkwürdig. Jetzt geht diese Leitung tatsächlich da bis ganz nach unten. Und jetzt ist die eine abgerissen zu der unteren. Zu der unteren, die Leitung, die ist jetzt abgerissen. Aber hier kann ich irgendwie ganz weit Richtung Base jetzt gehen, ohne dass sie abreißt. Da gibt es bestimmt irgendwie eine Logik. Ich sollte vielleicht dazu sagen, mit diesen Energieleitungen habe ich wirklich noch gar nichts gemacht. Also irgendwie war das bisher nie interessant und notwendig. Aber jetzt sollte ich vielleicht doch mal... Ich baue jetzt mal hier... Okay, kein Gold, kein Titan, alles klar. Da müssen wir wohl mal hier ein bisschen drauf rum... Ach, das ist Salz, verdammt. Da müssen wir mal ein bisschen was aufklopfen. Hier, das hier. Das ist schon mal Silber. Das ist fast richtig. Das ist richtig. So, jetzt brauchen wir noch Titan. Titan, Titan. Normalen Sandsteinknubbel hätte ich jetzt gerne. Einen ganz stinkenden normalen Knubbel. Ah, Gott, wie sie alle kuscheln wollen hier. Komm, wir nehmen mal die Seemotte und suchen das mal jetzt ganz schnell, ganz fix. Sau interessant, ne? Ich habe schon so viele Stunden Subnautica auf dem Tacho. Und meint ihr, ich habe mal diese Energieverbindung bisher genutzt? Nö. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich jetzt in den ganz, ganz frühen Versuchen, Durchläufen, das jemals mal genutzt hätte. Ich glaube nicht. Also mein Gefühl sagt mir, ich habe das noch nie gemacht. Immer dieses Blei. Wieso finde ich so viel Blei? Ja, Titan, endlich. Ah, Kupfer ist auch okay. Silber ist auch gut. Titan ist auch brauchbar. Hier oben war noch irgendwo ein Knubbel. Den hatte ich vorhin noch gesehen in der Seemotte. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht, weil ich keine Lampe habe. Hier, da, genau. Jawohl, so, jetzt können wir mindestens zwei Verbindungen noch legen. Jetzt ist halt die Frage, ich nehme mal hier noch das Zeug mit, können wir da auch gleich Titan draus craften. Komme ich jetzt mit noch einer Verbindung
so zur Base rüber. Wo habe ich jetzt eigentlich die letzte gebaut? Jetzt müssen wir nochmal zurück und nochmal gucken. Die ist gar nicht verbunden, oder? Die andere da, die ich gebaut habe. Wo habe ich sie gebaut? Hier? Ja, da ist sie. Die ist gar nicht verbunden. Ah, die ist auch gar nicht gebaut, Leute. Ach ja, Mensch. Komm hier jetzt. Jetzt ist sie verbunden. Meine Fresse. Ist ja noch gar nicht verbunden. Nee. Ehe, großer Gott. Da hinten schreit schon wieder einer rum. So, jetzt gehen wir mal wirklich so weit in Richtung Base, bis diese blaue Linie weg ist. Ich will das jetzt wissen, wie weit das reicht. Ich will das jetzt einfach wissen. Also scheinbar geht es da wirklich schon sehr... sehr... Okay, hier reißt es ab, alles klar. Dann müssen wir jetzt hier nach unten gehen. Und die Verbindung ist hoffentlich jetzt auch noch da, auch wenn ich jetzt die Linie nicht sehe. Ja, okay. Geht einfach durch den Boden durch. Alles klar. So, jetzt brauchen wir natürlich nochmal Titan und nochmal Gold. Weil jetzt haben wir ja nichts mehr davon, ne? Titan haben wir noch, Gold haben wir nicht mehr. Gold wird jetzt wieder ein Engpass. Da hätte ich ja die eine Leitung durchaus noch ein Stückchen weiter nach oben setzen können eigentlich, ne? Also, ja, könnte man jetzt noch nachträglich machen. Ich hole mir jetzt aber einfach nochmal ein bisschen Gold. Man könnte es jetzt einfach noch weiter versetzen. Das ginge, aber... Lalala, mache ich jetzt nicht. Lalala. Wo haben wir denn... Hier. Sandstein. Silber. Jetzt kriege ich wieder Blei, das Obligatorische. Ja, es war klar. Ich kann schon Gedanken lesen. Ich sehe schon, was drin ist, bevor ich es aufgeschlagen habe. Dass allerdings zweimal hintereinander Blei kommt, das ist wiederum eine ganz neue Verarsche hier. Hier haben wir nochmal was. Jawohl, Gold. So, da können wir das Ding schon mal machen. Wo ist dieser blöde Reaper, ey? Das macht mir gerade etwas Sorgen, dass ich den nicht sehen kann, aber die ganze Zeit immer höre. Okay, wir gehen mal in die Seemotte rein. Und dann folgen wir mal hier der Linie. Ja, okay. Ich glaube, mit noch einer Leitung müssten wir es eigentlich schaffen. Noch eine Zwischenstation. Dann müssten wir eigentlich da sein. Ist jetzt halt die Frage, brauche ich an der Base selber auch nochmal eine Leitung oder nicht? Also nochmal so ein Penübel. Hör auf, geh weg. Hässliches Vieh, du. Werden wir jetzt ja gleich rauskriegen. Ist auf jeden Fall mal ein nettes Experiment. Muss man mal gemacht haben, wie ich finde. Muss man mal alles ausprobiert haben. Ich glaube, jetzt müsste es gleich abreißen eigentlich. Kann das sein, dass jede von diesen Leitungen 100 Meter überbrückt? Das sieht fast wie 100 Meter aus. Kommt mir fast ein bisschen so vor. So. Eine brauchen wir also noch. Alles klar. Eine wird noch gebraucht. Dann haben wir die vollständige Leitung. So, gucken wir mal. Da brauchen wir natürlich wieder... Ihr wisst es schon, ihr ahnt es schon, was wir brauchen. Wir brauchen Gold. Gold brauchen wir dafür. Und das nicht zu knapp. So, hinein. Und ich würde aber sagen, bevor wir jetzt das nächste Gold suchen, ist an der Stelle auch wieder diese Folge zu Ende. Und wir befinden uns ja immer noch im Countdown zu Below Zero. Es dauert nicht mehr lange. Wenige Tage sind es nur noch, bis Below Zero rauskommt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Subnautica auf der PlayStation 4 Pro. Bis dann, ciao, ciao.